Am Samstagnachmittag berief Reutlinger Landrat Thomas Reumann gemeinsam mit Kreisgesundheitsamtsleiter Dr. Gottfried Roller, Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann und Medizinern der Fachkliniken Hohen Urach sowie der Kreiskliniken Reutlingen eine Eilpressekonferenz ein. Grund dafür war die Entwicklung der Corona-Infektionslage in den Fachkliniken. Wir haben 2 laborbestätigte Fälle. Was sind laborbestätigte Fälle? Nochmal zur Erinnerung. Das sind begründete Verdachtsfälle, bei denen ein Abstrich veranlasst und durchgeführt worden ist. Dieser Abstrich wird an ein Labor geschickt und dieses Labor prüft dann, besteht eine Covid-19-Infektion, ja oder nein. Also das ist laborbestätigt. Ja? Damit hat derjenige eine Infektion. Bei den Covid-19-Infizierten handelt es sich, nach gestrigem Kenntnisstand, um einen ehemaligen Patienten der Fachkliniken und um einen dort tätigen Arzt. Doch damit nicht genug. Wir haben darüber hinaus 2 Ärzte mit Symptomen. Diese Symptome sind in den letzten Tagen aufgetreten und sie befinden sich jetzt seit 13.03., weil es sehr kurzfristig war, haben die Fachkliniken sofort reagiert. Und diese beiden Ärzte befinden sich in häuslicher Quarantäne. Um die Sicherheit der Patienten, des Klinikpersonals und der Bevölkerung weiterhin gewährleisten zu können, entschieden sich die Verantwortlichen nun für folgende Maßnahmen. Nun haben wir hier 4 Personen, das heißt 2 laborbestätigte Fälle, ein Arzt und ein Bewohner, der inzwischen entlassen ist oder Patient. Und zusätzlich haben wir aber 2 Ärztinnen und Ärzte, die Symptome haben, wo das Abstrichergebnis noch nicht vorliegt. Aufgrund der Gesamtkonstellation und aufgrund dessen, dass in dieser Fachklinik natürlich auch ein Patientengut ist, ein Patientenklientel, das besonders schutzbedürftig ist, haben wir uns entschieden, die Kontaktperson von allen 4 Personen zu ermitteln. Sie können sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Die ermittelten Kontaktpersonen unter den Mitarbeitern, die Krankheitssymptome aufwiesen, wurden bereits am Samstag mit einem vorläufigen Arbeitsverbot belegt. Und jemand, der Symptome der Atemwege haben, haben wir gesagt, die dürfen vorläufig nicht arbeiten. Das heißt, die haben bereits heute nicht gearbeitet, die wurden telefoniert oder aber mit einem Sicherheitsabstand vor den Fachkliniken darauf hingewiesen, sofern sie telefonisch nicht erreichbar waren, dass sie nicht arbeiten dürfen. Und wir haben gesagt, diese Personen testen wir alle in unserem Testzentrum in Münzingen. Neben dem Klinikpersonal galt es natürlich auch, Maßnahmen für die betroffenen Patienten zu ergreifen. Und dann haben wir noch entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen auch alle Bewohnerinnen und Bewohner testen, die Symptome haben. Diese Testung wird dann durch die Fachklinik Hohen Urach veranlasst. Patienten, die Symptome haben, je nach Kontakt, machen wir natürlich erstmal einen Abstrich, wie beschrieben, und je nach Kontakt kommen die in häusliche Quarantäne, falls es nicht stationär notwendig ist, dass sie in den Fachkliniken verbleiben. Das bedeutete, dass aktuell 200 der 529 Patienten des Uracher Klinikkomplexes in die häusliche Quarantäne entlassen wurden, und zwar in extra dafür vorgesehenen Fahrzeugen. Die derzeitige Situation in Urach hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der dortigen Ermstal-Klinik und des Reutlinger Klinikums am Steinenberg, die seit jeher eng mit den Fachkliniken kooperieren. Im Rahmen dieser Kooperation haben wir natürlich auch Patienten ausgetauscht in den letzten Tagen. Wir haben aktuell 3 Patienten in den Kliniken am Steinenberg und keinen dieser ausgetauschten Patienten in der Ermstal-Klinik. Diese Patienten sind isoliert. Auch wenn Stand Samstagmittag keiner der Patienten erkrankt war. Mit der Ermittlung von Kontaktpersonen im Bereich des Personals wurde bereits begonnen. Wichtig war allen Verantwortlichen bei der gestrigen Pressekonferenz eine weiterhin transparente Kommunikation mit der Bürgerschaft und die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung im Reutlinger Landkreis.